So viel erstmal zur Liste der Adligen oder der Anwesenden, die irgendwie einen wichtigen Namen haben. Natürlich viele weitere Chorgeweihte, irgendwelche aus dem Haus Kukrys, also Alan Fahner, Treuzacker, die aus den Schwarzen Sicheln oder aus den Treuzacken runtergekommen sind. Der Grüne Ritter ist anwesend, wo keiner die Identität kennt. Ja, ein paar aus Fasar, Chorhop, Kunchum, Mengbilla. Ihr habt jetzt auch Beshi Rasha kennengelernt, also irgendwie alle wichtigen Leute sind hier, die dem Reich schaden könnten. Den wir mittlerweile auch im Optoliten. Ihr steht mittlerweile auch im Optoliten, die Liste wurde wohl erweitert und damit bist du auch eingetragen. Was sagen denn die Propheten über meine Platzierung? Nichts. Oh, Du ich bist bin aber nicht nicht wichtig. erwähnt. Ich bin nicht Du bist nicht wichtig wichtig genug. genug. Sauerei! Das werden sie sich nach dem ersten Tag schon anders überlegen. Wartet's nur ab. Ich vermute einfach mal, ihr werdet in den Tagen trainieren für eure Disziplin, euch gegenseitig schulen und lehren, soweit es dann eben wie möglich ist. Und ja, möchtet ihr noch irgendwas Spezielles in diesen Tagen machen? Ich weiß zumindest von Jerodin, von Yalan, dass er noch einmal mit Belshirasha sprechen möchte. Fangen wir da an. Ich komme ein bisschen früher als pünktlich, oder vermutlich sehr viel früher als pünktlich, denn es gibt hier, also ich habe zumindest keine Uhr, zum Mittagessen ins Schwarz und Rot. Ja, da wird sie dann auch nicht unten in der Lounge Platz nehmen, sondern sich das Essen nach oben liefern lassen, was dann auch gebracht wird von Arbeitern. Vermummt, verhüllt, weiß nicht genau, was das für Leute sind. Zumindest riechen sie sehr stark nach irgendwelchen Kräutern. Und ja, stellen dann das Essen vor dir ab. Du kannst natürlich auch Wasser bekommen, wenn du möchtest. Das ist ziemlich teuer, aber die Rechnung wird dann übernommen von Belshi Rasha. Sie kann dann natürlich eine ganze Menge tun und machen, trotz des Verbots. Ja, und es gibt richtig, richtig schönes Essen, während ihr euch dann unterhaltet. Nun, ich fürchte, in unserer Abmachung gibt es eine kleinere Wegblockade, die sich in den Weg geschoben hat. Nachverhandeln. Und dabei hat das Turnier noch nicht einmal begonnen. Richtig. Sagt mir nicht, dass ihr auf das falsche Pferd gesetzt habt. Nein, es sieht gar so aus, als hätte mein Pferd auf die falschen meiner nichtsnutzigen Dienstboten gesetzt. Sie haben es geschafft, es vor einen hungrigen Oger zu führen. Und diesen dann in aller Ruhe auffressen lassen. Dann solltet ihr euch vielleicht neue Dienstboten suchen, Das bevor denke ich ich mir meinen auch. Dienstboten ändere. Das denke ich mir auch. Also, ihr braucht ein neues Pferd. In der Tat. Darf es etwas Spezielleres sein? Ich meine, wir sind vor Ort. Ich kann zusammen mit euch in die Heptagon Akademie gehen, ein paar Türme drehen lassen und wir beschwören uns einfach ein, sagen wir, sechsbeiniges Pferd. Ich würde es wohl bevorzugen, auf einem profanen Pferd einzureiten. Schließlich ist man ja immer noch irgendwo Ehrenmann. Natürlich Und seid ihr ein Dämonen in der Ehrenmann. Arena werden schließlich nicht sehr gern gesehen. Wir wollen den Namen eurer Herren doch wohl nicht auf diese Weise beschmutzen. Nun gut. Immerhin streitet ihr für das Hause Pavi und nicht mehr für euren eigenen Namen. Richtig. Dann soll es ein profanes Pferd sein. Mindestens 800 Steine sollte es wohl wiegen, damit es am Gestech gut mithalten kann mit all der Rüstung. Ich habe leider kein Pferd vor Ort, aber ich kann ein Karakiel durch den Limbus schicken lassen. Ich werde dann einfach nachher zur Heptagon Akademie gehen und dann bringt es uns eins aus Pavi. Eure Herrin ist über alle Maßen großzügig und mächtig, wie es scheint. Selbstverständlich ist sie das. Sie kann euch mit weiteren Geschenken belohnen, wenn ihr dies mögt. Und wenn ihr euch sie verdient. Ebenso kann sie gnadenlos sein. Denke, unsere derzeitige Abmachung steht sehr wohl für sich, nicht wahr? Ich denke auch. Ein profanes Pferd. Also gut. War's das? Das war's. Dann könnt ihr euch ja freudig auf den Tag vorbereiten, an dem der Name eurer Herrin in der Arena bejubelt wird. Wenn die Dame mich entschuldigen möchte.
machen wir weiter bei Starkert. Ja, Starkert möchte ganz gerne während dieser vier Tage ein wenig durch die Stadt, ja, nicht unbedingt erkunden, sondern er würde dort ganz gerne das Haupthaus der Borbaradianer aufsuchen. Den Turm des Kristallgötzen. Ja, nur wenige Straßenzüge vom Agrimoteum entfernt. Ihr seid natürlich schon vorbeigegangen. Könnt ihr die siebenseitige, ja, es ist fast schon ein Turm, gar kein Haus mehr, den Turm des Kristallgötzen erblicken. Ein ziemlich, ziemlich hoher Tempel der Borbaradkirche, in dem man dem Dämonenmeister und seiner schwarzen Mutter huldigt und opfert. Der Prophet Muakim al-Asabat hat hier ja wohl das Sagen zur Zeit, dass er hier eingesetzt. Eigentlich kommt er aus Mendena, wie dir bereits bekannt ist durch deine Recherchen, und leitet hier dann im Namen von Xeran die Borbaradkirche, da Galotta selber nicht so viel von der Kirche hält. Er selber ist natürlich neben Galotta gegangen, geritten, geflogen, gestritten. Aber von der Kirche, die Xeran ins Leben gerufen hat, und natürlich auch von Asaria Scharlachkraut, der Hochprophetin, hält er sehr, sehr wenig. Das hat dir zumindest Azarela schon erklärt. Ja, stehst dann neben einem Tulamiden, ziemlich beleibt, fett und huftlange, in öligen Zupf. Der ist ziemlich klein, 1,70 ist er nur, gut für Tulamiden. Und begrüßt sich dann mit seiner schwarz-roten Kutte, der Dämonenkrone von Borbarad draufgestickt. Schöne Seide, ein paar andere Glyphen, die darauf glosen. Mit seinen beiden Händen in die Ärmel gesteckt, kommt er dann auf dich zu, wenn du dich nach ihm erkundigst. Borbarad Xamanot möchte also mit dir ein paar Spielchen treiben. Weiß nicht, ob es Spielchen heißen bedeutet. Ich würde gerne mehr über Strömung des Borbarad Xamanot in Erfahrung bringen. Nun, da das wir die gleich an der richtigen Stelle. Was wisst ihr denn bereits über den Herrn? Nun, ich habe erfahren, dass er irgendwo hier in alten Tuprien angefangen hat, seine Macht aufzubauen, viele Anhänger unter sich zusammengeschart hat und dann auch mit vielen mächtigen Männern und Frauen, zum Beispiel Helmer Hafax, dem ehemaligen Reichsmarschall des Mittelreiches, gegen dasselbige zu ziehen. Natürlich allerdings ist er auch mit Xeran gezogen, Seite an Seite. Natürlich. Warum erwähnt ihr denn Helm Afax? Er ist einfach nur ein stupider, ein Mann des Krieges. Niemand, der großartig nachdenkt. Xeran derweil hat die Pläne nach vorne getrieben. Hat er das? Ihr müsst wissen, ich bin nicht sehr bewandert in der Lehre. Ich bin hier, um mehr zu lernen. Nun, dann habt ihr sicherlich von einem der falschen Jünger eine vielleicht etwas verdrehte und krude Geschichte gehört über die Heldentaten von Helm Hafax, aber ihr müsst wissen, dass er nur ein sehr kleiner Offizier in den Rängen von Borbarad Xamanot war. Nun, wo fange ich an? Die Geschichte stimmt zumindest. Die Belagerung von Tobrien begann, sagen wir, zunächst in Rulat, einer Gefängnisinsel, und dann schließlich etwas später auf Mendena, wo sie einfielen. Von dort aus hat es eigentlich wenig Widerstand gegeben. Die Bevölkerung hat sich, ohne lange nachzudenken, uns angeschlossen, und das Heer wuchs und wuchs, ohne dass wir einen Finger krumm machen mussten. Wir haben von Mendena aus Eslamsbrück überfallen, beziehungsweise eingenommen, möchte ich sagen, Warung, Jol Gurmak. Und ja, quasi ganz Tobrien fiel in wenigen Wochen. Wir haben die unbesiegbaren Amazonen aus ihren Bergen vertrieben. Und all das gehört ja auch, mein Freund. Beachtliche Meilensteine in der Geschichte, die ihr da geschrieben habt. Das ist wohl wahr. Schließt euch einfach uns an. Die Einstiegsgebühr beträgt für euch, sagen wir, 10 Dukaten. Ich nehme an, ihr seid Einstiegsgebühr. Die Einstiegsgebühr, ja, ja. Danach seid ihr Mitglied bei uns und könnt euch bei uns bewegen. Verstehe die Einstiegsgebühr nicht. Hat Borbarad Xamanot nicht Gleichheit gepredigt?
Ja, und Gleichheit predigen wir immer noch. Es geht einfach nur darum, dass wir uns finanzieren müssen. Wir leben nicht von Luft allein und müssen etwas essen. Du siehst, wie gesagt, er ist echt fett. Und das Geld fließt nicht direkt in meine Taschen, sondern in die von Xeran, der die Kirche aus Mendena aus verwaltet. Und unterstützt das die These, dass ein einfacher Bauer ebenfalls den heiligen Borbarat Samranot anbeten kann? Selbstverständlich. Das ist die Einstiegsgebühr für Leute mit etwas weniger Guthaben. Für etwas, naja, sagen wir Adlige, die sich etwas leisten können, nehmen wir uns einfach mal, sagen wir, das Haus Ehrenstein, die ja mit etwas Geld um sich werfen könnten. Für die würde sicherlich dieser Betrag mehrere hundert Dukaten sein. Und da wir etwas, naja, es ist nicht wirklich gleich und Gleichheit, aber wir passen uns einfach der Bevölkerung an und da ihr nicht sonderlich wohlhabend ausseht, sage ich einfach 10 Dukaten. Interessant. Danach dürft ihr euch vor den Glasgenützen knien und die Namen anrufen. Was ist denn dieser Glasgötze? Oh, eine einfache, naja, Götzenfigur aus Glas, vor die ihr euch setzt. Ihr opfert meinetwegen etwas Blut, vielleicht etwas weiteres Geld, das ist euch überlassen. Hauptsache, es gibt euch ein gutes Gefühl. Ihr ruft die Namen an und danach seid ihr Mitglied in unserem Kreise. Dann seid ihr Gleicher untergleichen. Wie viel würdet ihr von jemandem verlangen, der gar nichts hat? Naja, wir brauchen wenigstens etwas, mit dem wir arbeiten können. Ich würde einfach sonst sagen, wenn er gar nichts hat und sich wirklich darum bemüht, dann könnte man diese Schuld, so nenne ich es jetzt einfach mal, später erfragen, erbitten. Es geht einfach darum, dass diese Kirche weiter finanziert werden kann. Dieser Turm, dieser Tempel baut sich nicht von allein. Da wäre ich mir hier in Yolgomak gar nicht so sicher. Und Stargard lächelt ein wenig. Kann ich auch wiederkommen, wenn ich mir das Ganze noch einmal überlegt habe. Selbstverständlich. Unsere Tore stehen immer offen für euch. Kann ich hier auch einigen, nun sage ich einmal, Lehrgängen, wo über die nun ja, Philosophie der Borbaradianer philosophiert wird, beiwohnen? Oh, selbstverständlich. Die Lehrräume stehen euch offen als Mitglied. Allerdings erst, wenn ich die Gebühr bezahlt habe. Naja, das habe ich euch ja bereits erklärt. Das heißt, ich müsste erst Mitglied sein, um quasi mehr über den Glauben an Borbarat Samanot in Erfahrung zu bringen. Es ist ein sehr exquisiter Club. Aber exquisit kann er doch nicht sein, wenn er für alle offen stehen sollte. Wie gesagt, wenn ihr nichts habt, aber trotzdem mitmachen mögt, dann können wir diese Schuld euch einfach später anrechnen. Dann könnt ihr einfach sofort unterschreiben. Wir holen einfach einen Vertrag und dann könnt ihr euch vor den Glaskotzen knien. Hier und jetzt. Und ihr geht heraus als stärkerer und besserer Mann. Ein Mann, der sich selbst helfen kann. Könntet einen Dämon, der euch auf offener Straße über den Weg läuft, einfach zurück in die Niederhöllen schicken. Einfach so. Ich denke, das wird ein wenig mehr brauchen als der Schwur zu Borbarat Samanot, oder nicht? Nein. Werde es mir einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde mich wahrscheinlich noch einmal melden. Kommt wieder, wann ihr mögt. Sehr wohl. Ja, dann neigt man sich doch einmal vor ihm. Das ist schließlich der hohe Priester der Borbaradianer. Irgendwelche allerheiligster Bruder der Borbaradianer oder was auch immer da sein Titel ist. Ich weiß es nicht. Zumindest merkst du, dass hier. Also, natürlich ist dir klar, dass das nicht so danach klingt, was Azariel dir erzählt hat. Von Geld war bei Azariel zumindest nie die Rede, aber du warst ja selber schon in Mendena, hast da deine paar Monate verbracht, um dann zu lernen, wie diese Leute dann überleben. Und das sind ganz, ganz eigene Worte, die eben Xeran in seiner Stadt etabliert. Ja, da ist das alles ein bisschen wirtschaftlicher angesehen, als es tatsächlich bei Azariel war. Ja, also das würde ich mir auf jeden Fall in der Hinterhand behalten, wenn da ich nicht irgendwie da irgendwo jemanden finde, der wirklich diesen Glauben vertritt und nicht einfach nur Geld da mit dem Glauben schlägt. Aber erstmal würde ich das nur im Hinterkopf behalten und zurück Ömer. Ömer, irgendwas vor? Irgendwas in Erfahrung bringen?
Nö, wir machen zufrieden damit, wenn das Turnier beginnt. Alles klar. Torgosch, Igna schlägt dir vor, während ihr da irgendwie so eine freie Minute habt und dann du oben bist, wo er dann auf die Sachen aufpasst, da schlägt er vor, dass man doch schauen könnte, wenn das Wagenrennen am ersten Tage losgeht, könnte man noch versuchen, während des Wagenrenns zu... Naja, vielleicht fährt dieser Udalbert ja mit. Vielleicht könnte man ihn da ja befragen. Was hältst du davon, Was hältst du davon, Eisenmann? Das weiß ich nicht, weil ich nichts über diesen Herrn weiß. Das müssen wir mal den Herrn von Dunkelstein fragen. Ah, guck mal, da kommt gerade... ich meine, Abu. Da kommt gerade unser tulamidischer Freund rein. Was hältst du von der Idee? Kann ich nicht sagen. Ich hatte gerade gelesen in diesem Optoliten, der lag unten rum. Und mir war ein bisschen langweilig, ich habe drin gelesen. Dieser Udalbert fährt vielleicht auch mit. Das ist doch der Vater von dem, also dem, den wir hier suchen, oder? Genau, den wir hier rausholen sollen, ganz richtig. Der fährt mit beim Wagen rein. Ja. Weiß aber nicht so genau, wie so ein Wagenrennen stattfindet. Das müssen wir mal den Herrn von Dunkelstein fragen. Wir können einfach rüberspringen auf den Wagen. Wir können dann die Begleitung von dem, wer auch immer das ist ja dort rein, können wir dann umbringen oder vom Wagen stoßen und dann können wir mit dem reden, während der Wagen rumfährt. Ich weiß gar nicht, was das Ziel ist vom Herrn Dunkelstein, ob er unbedingt gewinnen will, weil dann wird das sehr schwierig. Das müssen wir ihn mal fragen. Okay, ich wollte es einfach nur vorschlagen. Aber ich muss eh noch trainieren, dass ich mal auf diesem Wagen stehe. Ich weiß gar nicht, wann der Ding bekommt. Müssen wir ihn auch mal fragen. Dass wir zumindest mal eine Testfahrt machen. Ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Stell dich mal drauf. Ich fahre ja gar nicht mit. Ich wollte es nur vorschlagen. Mir ist ein bisschen langweilig. Ich habe ein bisschen überlegt und in diesem Auto liegen gelegen. Ja, ist auch kein schlechter Vorschlag, da hast du nicht Unrecht. Wir fragen mal den Herrn von Dunkelstein. Wolltest du sonst noch irgendwas in der Stadt machen? Nö, mein Ziel ist, mich daran zu gewöhnen, auf diesem Wagen zu stehen. Während dieser Zeit, weil der wird sich ja relativ stark bewegen und ähnliches. Also, dass ich mal darauf stehen kann, versuchen mal darauf zu stechen und ähnliches. Ja, den Wagen werdet ihr wie gesagt bekommen. Auch das Pferd wird dann aus dem Limbus zurückgeholt durch einen Karakiel, der das Ganze transportiert. Ihr bekommt eine Quadriga, die euch da gestellt wird, mit vier ausgebildeten Pferden, die dazu passen. Das nur als Information für euch. Möchte Amenelaos noch was tun? Ja und nein. Da ich davon ausgehe, dass die meisten Gutongis irgendwie auf mich konzentriert sind, was ja auch irgendwie der Plan war, warum ich jetzt auf einer Magie gekommen bin, werde ich mich auffällig, unauffällig verhalten und wahrscheinlich auch sehr viel meditieren. Nur sehr wenig und mit Begleitung die Stadt offener erkunden, heißt nicht wirklich von den Hauptstraßen abweichen. Ja, während du dann irgendwann eines Tages auf den Hauptstraßen marschierst, wirst du bemerken, wie zwei Magier in schwarzen Roben auf dich zukommen. Neben ihm ein Heschtott. Guten Tag, mein Herr. Wir haben nicht so mitbekommen, dass ihr eingetroffen seid. Seid ihr wegen dem Turnier hier? Oh, guten Tag. Ja, in der Tat. Ich habe eine Gruppe begleitet und... Nun habe die Gelegenheit daher zum Schopfer gegriffen, mir diese Stadt endlich einmal anzuschauen. Nun, eine schöne Stadt, nicht wahr? Hattet ihr denn vor, nur das Turnier zu besuchen? Ich bin etwas enttäuscht, dass ihr uns gar nicht aufgesucht habt. Wir haben eine exquisite Bibliothek. Ich hatte angenommen, so wie mir berichtet wurde, habt ihr ein Zeichen der Punina Akademie auf eurem Handrücken. Oh ja, ein wirklich... nützliches Werkzeug, muss ich zugeben. Das heißt, ihr versteht etwas von der Dämonenbeschwörung und auch von der Entschwörung, ist das richtig? Nicht direkt, nein. Ich bin bei der Akademie nur gewesen, um ein Siegel zu erlangen. Mein eigentliches Fachgebiet liegt in einer anderen Richtung.
Ach, mein guter Freund, wenn ihr ein Siegel wollt, dann... Nun ja, wer braucht denn heutzutage schon Siegel? Wir könnten auch welche vergeben, aber... Wo denn jemand herkommt? Ob das eine so große Rolle spielt? Das heißt, ihr habt nie in Punin studiert. Nein, nicht wirklich. Und... Es ist eher eine Tarnung als alles andere. Es lässt sich sehr gut damit reisen, wenn man so etwas hat. Schade, schade. Ich hatte gerade schon mit meinem Kollegus hier ein paar Dukaten verwettet, dass ihr es nicht schafft, aus Punin diesen Herrstott zu entschwören. Schade, dann ist dieses Spiel ja ganz sinnlos. Aber wenn ihr irgendwann mal interessiert seid, zu lernen, wie man End oder auch B schwört... Nicht nur so etwas Profanes wie ein Herrstott, sondern, nun ja, gehörtere Dämonen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Entega-Rituale funktionieren, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Das interessiert mich tatsächlich und ich wollte definitiv noch auf die Akademie zurückkommen, denn, nun, es hat natürlich einen Grund, warum ich hergekommen bin, denn ich suche durchaus nach Wissen. Nun, wie gesagt, die Tore der Akademie, wenn ihr denn hindurchkommen könnt, stehen euch offen. Ich bin sehr gespannt. Was sagtet ihr? Wo kommt ihr her? Habt den Pony nur euer Zeichen bekommen? Ein privater Lehrmeister? Ja, genau, von den Zyklopeninseln. Das sagt mir nichts. Es ist sehr weit von hier entfernt. Ja, mir sagen die Zyklopen etwa, die Zyklopeninseln etwas, aber einen privaten Lehrmeister von da kenne ich nicht. Ist es doch etwas ländlich. Sie lebt etwas isoliert. Nun gut. Ich wollte euch nur diese Einladung aussprechen. Ihr seid gern gesehener Gast bei uns. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht seid ihr dann ja in der Lage, etwas zu entschwören. Wir werden sehen. Nun, ich werde mir zunächst das Turnier anschauen und dann denke ich, werde ich der Akademie einen Besuch abstatten. Der feurige Vater mit euch. Und mit euch. Damit geht ab. Der Söldner Alrigio in Lederkleidung. Irgendwas vor. Ich lese zufällig in Blutkrug, also in Taverne, den Optoliten. Und da fällt mir auf, unten unter einem Artikel steht ein Name. Leomilie Winterbach. Der Name kommt mir bekannt vor. Und dann fällt mir ein, ich glaube, sie hat mal für den aventurischen Boten geschrieben. Was macht sie denn hier in den Schwarzen Landen? Und schreibt für dieses merkwürdige Blatt. Dem muss ich doch nachgehen. Und fragt den Wirt halt, wo dann die Redaktion von diesem Optoliten ist. Ja, den Optoliten wirst du ganz zufällig finden, gegenüber von der Ogerhöhle. Da, wo die Gebäude von Agrimod gesegnet sind und sie an Ort und Stelle verweilen. Dort ist die Schreibstube und die Druckkammer des Optoliten. Dann wollte ich mich auf den Weg mal machen und ja. Stehe dann irgendwann wahrscheinlich hoffentlich vor dem Redaktionsgebäude. Trete ein. Mhm. Und da stehen auch ein paar kleine Buben und auch Mädchen da und nehmen sich gerade dicke Stapel mit dem frisch gedruckten Optoliten. Das riecht auch ein bisschen nach Druckerfarbe. Und eilen nach draußen, lesen sich noch schnell die Schlagzeile durch. Das ist zumindest ganz gut. In ihren jungen Jahren können sie schon ziemlich gut lesen und dann ausrufen. Eilen sie dann heraus und damit ist die Stube erst einmal leer. Vor dir ein Drucker, also ein Mann, ein Drucker, mit seiner Brille, die er gerade mal zurechtrückt und dich dann über die Brille hinab mustert. Ja, was kann ich für sie tun? Guter Mann, ich suche eine gewisse Dame Winterbach. Winterbach, ja. Eine Redakteurin bei uns. Ist sie zufällig anwesend? Leomelia Winterbach. Ich schaue einfach mal kurz nach. Ja, sie ist da. Wunderbar. Könnte ich sie auch sprechen?
Aha. Ja, ich glaube, sie schreibt gerade in einer ihrer Stuben, aber das soll schon gehen, das soll schon gehen. Nun dann, führt mich zu ihr. Ja, er führt dich dann einmal kurz in Richtung der Schreibstube, wo du dann die Leomelia Winterbach finden wirst. So um die 40 Jahre alt wird sie sein und sitzt da gerade, schaut dich dann an. Sie lässt die Feder los, die dann aber weiter schreibt und holt sich dann erstmal so ein kleines Taschentuch, wischt dann erstmal die Tinte von ihrer Hand. Ja, was kann ich für sie tun? Ich lächle dir erstmal an und reiche die Hand. Ah, sehr erfreut, Leomelia Winterbach. Ich habe viele Artikel von euch gelesen, als ihr noch im Mittelreich geschrieben habt. Ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ja, ich treffe immer wieder gerne einige meiner Verehrer. Aber mir sind sie noch nie in die Schreibstube gefolgt. Das ist etwas ungewöhnlich. Normalerweise werde ich immer auf den Straßen angesprochen. Ha, was für ein Unding. Wie unhöflich. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Alricio Nintagil. Ja, schön. Sie gibt dir die Hand. Erzählt doch, was treibt euch in diese, nennen wir es, Stadt? Was soll mich hier schon hin verschlagen haben? Ich war Korrespondentin für den aventurischen Boten und habe hier teilweise auch über die Invasion der Borbarianer geschrieben. Und dann was ist seid passiert? Ihr geblieben? Aus welchem Grund? Weil sie hier gut bezahlen. Ah, ich verstehe. Meine familiären Hintergründe, deswegen sind aber keiner Rede wert. Ach, wie enttäuschend. Ich hatte gehofft, ein schreiberisches Talent und die sich ganz in dem Sinne und die Hingabe der Poesie, der Schreibkunst widmet. Ja, ihr seid nicht der Erste, der mir das sagt. Nun, vielleicht könnt ihr mir erzählen, was in dieser Stadt so vor sich ging. Ihr seid doch bestimmt viel herumgekommen. Ich bin neu hier. Verzeiht. Nun, ich bin eigentlich gerade beschäftigt, aber was wollt ihr wissen? Vielleicht könnten wir das heute Abend bei einem Glas Wein besprechen, wenn ihr jetzt keine Zeit habt. Na, dann ladet mich doch einfach in das Schwarz und Rot ein. Aber gerne. Direkt gegenüber von hier, nach Arbeitsschluss, kann ich dann mich dort mit euch treffen. Wunderbar.